Das haben wir vergessen, Leute. Das musste ich ja noch anzünden. Das wollte ich ja eigentlich machen mit euch. Da warten wir aber, bis Nacht ist. Und da vorne ist der dritte, beziehungsweise fünfte. Wieder ein Türmchen fertig, Leute. Jetzt mache ich das Bäumle an. Dann haben die auch ein bisschen was davon. Und dann esse ich was. So. Brenne! Brenne! La 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 la. La 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 la. Gehen wir kurz am Harzplätzle vorbei. Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde The Forest mit dem Voucher und mit eurem Nameless. Leute, die Staffel ist einfach perfekt dafür, spontan reinzugehen ins Spiel und irgendwas zu machen, auf das man gerade Bock hat. Mir steht heute zum Beispiel der Sinn, am Dorf drüben die Türme ein bisschen weiter anzubauen, damit wir oben die Brücken setzen können. Dann haben wir irgendwann vielleicht im nächsten Stream mal die Möglichkeit oder im übernächsten, da drüben ein bisschen die Action von oben zu steuern. Deswegen gehen wir heute rüber. Ich guck mal, was wir mit rübernehmen können an Essen. Wobei, stopp mal. Ja, wir haben jede Menge Fleisch, Leute. Das können wir drüben aufhängen. Ich würde sagen, wieso guckst du dich jetzt erst an? Das hast du gestern schon. Guck mal, da hängt ein Hirschkopf. Ein Rehkopf. Und wie der traurig schaut. Es ist Weihnachtsfeiertag. Schau weg. So, Alterle. Jetzt essen wir erstmal einen Brocken, trinken einen Schluck, dann gehen wir rüber, Leute. Ich nehme einen Wagen mit rüber. Ihr wisst ja, unsere Kirche ist natürlich noch lange nicht voll und die wollen wir voll kriegen. Das Fleischhaus muss natürlich ausgebaut werden. Pass mal auf, folgendermaßen. Oh, was wir vielleicht gleich machen können, bevor wir rübergehen. Wir wollten ja ein Taufbecken setzen, ne? Taufbecken ist natürlich innen drin. Wir können es leider wahrscheinlich nicht mit Wasser füllen. Aber wir können es zumindest reinbauen. Heute gehen wir aber rüber ins Dorf. Ich würde sagen, vielleicht machen wir morgen hier eine Runde weiter mit dem Zaun. Es ist halt einfach egal, wie du es angehst. Du hast überall Projekte, die dir gefallen. Die Stimmung hier ist einfach phänomenal. Das Taufbecken würde ich direkt vor den Altar setzen, Leute. Ich bin mal gespannt, wann der neue Gegner kommt, ob wir den auch mal irgendwann zu Gesicht kriegen, ne? Ich höre natürlich immer mit einem Ohr hin, ob ich was Neues... Sollen wir das jetzt hier hinbauen, das Taufbecken, Leute? Ja, oder? Es wird halt nie Wasser tragen. Es wird nie Wasser tragen. Aber ist ja wurscht. Nicht ganz so nah. So. Drei Sticks. Okay, das müssen wir uns merken, Leute. Wir brauchen noch mehr Sticks. Und dann haben wir hier das Taufbecken. Ich muss es nochmal wegnehmen, leider. Cool, wir haben unsere Sachen wieder. Es war zu weit im Altar drin, Leute. Und auf Schönheit müssen wir natürlich hier schon achten. So. Jetzt darf es nicht reinlappen. So ist es wunderbar. Da kommt man wunderbar hin. Man kommt drumherum. Hier haben wir schon den nächsten Zedilprügel angezeichnet. Geile Geschichte. Also, wir nehmen einen Wagen mit rüber ins Dorf, denn ich gehe mal davon aus, dass wir da heute auch nicht alleine sind. Ich ziehe unsere Mutantenrüstung wieder an. Parenga, drei Stück sind es jetzt nur noch. Da müssen wir auf jeden Fall ausbauen, nämlich. Das heißt, die nächsten Mutantenschlachten, die musst du schlagen als eiserner Ritter. Der darf sich nicht so verprügeln lassen in Zukunft, ne? So, meine Lieben, jetzt gehen wir rüber, Fleisch aufhängen, fangen an, ein bisschen weiter auszubauen. Der nächste Stream, ich habe es schon angekündigt, wird wahrscheinlich im nächsten Jahr sein, aber keine Angst, ziemlich früh im nächsten Jahr. Ich habe vor, bis jetzt ist es der Plan, am Neujahrstag zu streamen, wenn wir richtig schön verbollert sind vom Feiern, Leute. Ne? Aber die genauen Infos folgen gegen Ende der Woche. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, aber gegen Ende der Woche werde ich wieder ankündigen, wann genau der Stream ist. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann werden wir im Schneegebiet den Turm bauen. Ich will tatsächlich innerhalb des Streams das schaffen, dass wir mit dem Kleider vom Turm mal wirklich einen großen Rundflug machen können über unser Ländle hier. Das wäre die Geschichte vom nächsten Stream. Und dann gehe ich davon aus, haben wir noch einen dritten, wo wir dann die Sachen fertig bauen werden, die wir jetzt hier nicht schaffen, der Nameless und ich, innerhalb des Let's Plays. So, Dille, pass mal auf, Alter, ne? Ein paar Türme sind ja schon fertig, Gott sei Dank. Wir fahren jetzt diesen einen Holzprügel da hinten hin. Wenn jetzt hier ein Armsi wäre, wäre es eine coole Geschichte gewesen, oder? Ich hätte ihn jetzt nochmal rumgetrieben hier, Leute. So. Ach, jetzt baut er hier den Stein schon an. Sehr coole Geschichte. Guck mal, das ist alles nicht mehr allzu viel, Leute. Das ist alles nicht mehr allzu viel. Unser... Das haben wir vergessen, Leute. Das musste ich ja noch anzünden. Das wollte ich ja eigentlich machen mit euch. Da warten wir aber, bis Nacht ist. Da warten wir, bis es Nacht ist. Ich dachte gerade, wie kann das sein, dass das Ding noch da ist? Wir haben es doch abgebrannt. Nee, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, Leute. Geile Geschichte am Heiligen Abend. Habe ich vergessen. Machen wir heute, holen wir nach. Erster Weihnachtsfeiertag. Ist ja auch nicht ohne, ne? Der soll ja auch sein Recht zum Dasein haben. Jetzt pass auf. Erstmal Futter weghängen. Sollen wir uns schon anmalen? Erschreck mich mal nicht so. Ja, guck mal, ich habe nämlich unheimlich viel Fleisch gesammelt. Ihr wart ja dabei gestern, ne?
Ja, unheimlich viel, ne? 4 Stück. Super Geschichte, nämlich. Da brauchst du dich nicht vorschreiben. Hol mal Dynamitstangen. Heute machen wir ein bisschen Lärm. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust drauf, Bäume zu fällen. Sollen wir die nachwachsen lassen hier, die Jungs? Oder will ich die... Eigentlich hätte ich es gerne ums Dorf schon ein bisschen frei. Paränga! Bringt halt nichts, ne? Guck mal her, wir machen das kurz frei. Aber die muss ich, glaube ich, wieder aufladen, richtig? Wenn ich die und das Benzin alle entfernen, dann muss ich wahrscheinlich nur das Benzin antippen. Ah, es hat Katzenga gemacht. Sehr schön. Also Baumstümpfe weg. Schlupp. Sehr schön. Ja, wir sind sehr, sehr andächtig heute. So, Nebel ist sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ah, nee, wir sprengen. Ich habe echt keinen Bock jetzt zu fällen, Leute. Wir haben soweit. Ah, da kommen sie. Da kommen die nächsten Einwohner des Sildilendorfs. Die nehmen wir mit für die Kirche. Erstmal in den Bauch geschossen. Auch in den Bauch. Ich dachte eigentlich, dass ich mal. Wow. Okay, das hab ich verdient. Das habe ich verdient. Du warst einfach besser als ich. Hoppla. Wo ist der Weiße? Nee, 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 nee. Nicht abhauen. Nicht abhauen jetzt. Typ! Holt jetzt seine Freunde, verstehst du? Oh, nämlich. Du siehst aus wie eine Sau. Du siehst aus wie eine Sau, Alterle. So, pass mal auf, wo ist denn der Waage? Die packen wir jetzt ein, ne? 3 Stück nehme ich mit rüber heute. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn es regnet, ob sich das dann auch runterwäscht. Da kommt er wieder. So, mein Freund. Flupp. Hauptsache mal ganz cool angelaufen. So, pass auf. Dann haben wir schon 2. Bringen wir natürlich dann nachher rüber, würde ich sagen. Dann wird auch die Kirche schön voll, ne? So, die 2 haben wir, Leute. Dann hier wieder ein paar Steine hingebastelt. Aber ich wollte. Das ganze Dorf ist schon wieder voll. Haben wir hier nicht noch einen zweiten Wagen irgendwo rumstehen gehabt? Im Moment sehe ich keinen. Nicht einen großen und nicht einen kleinen. Jetzt hole ich mal kurz die Dynamitstangen. Weil wir sind out of dynamite. Wir sind out of dynamite. Ich habe sie gerade hier rumlaufen gesehen. Die sind bestimmt noch da irgendwo. Da haben wir die Stoffe mit. Coca-Cola brauchen wir heute keins. Hier. 1, 2, 3. Berenga. So, Leute, machen wir die Türme mal fertig. Guck mal, hier ist zum Beispiel wunderschön zu sehen. Wenn wir eine gute Stange hier reinkriegen. Und wir kriegen eine gute Stange hier rein. Wir sind gut im Stange reinkriegen. Wir sind die Besten. Ich würde sagen, lieber Nameless, die lässt sie hier fallen in die Richtung und natürlich in die geschaut. So. Ja, da habe ich mich. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und dann haben wir da hinten die Möglichkeit, noch eine Stange anzubringen. Und dann sollte es auch schon für 2 Türme fast reichen, ne? Den vorne fälle ich dann von Hand. Okay. Hier, wenn wir sie gut platzieren. Ne, hier ist geil, Leute. Hier ist geil. Mit einer guten Druckwelle kriegen wir da einiges weg. Und? Oh, da spreizen sich aber welche in andere Richtungen. Ja, das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. So, da brauchen wir nämlich jetzt auch nicht weit laufen. Die hauen wir jetzt einfach hier hin. Bam, badam. Badam, badam. Hoffen wir auf einen Amsi, Leute. So ein Amsi hilft einem doch ungemein beim Bauen. Habe ich gelernt jetzt im Stream, ne? Das war schon cool. Jetzt muss ich aufpassen hier, ob der Zaun tatsächlich der Zaun ist, für den ich ihn halt. So, die hauen wir hier hin. Dann sind da wieder 2. Hier hin. Den auch noch. Da ist auf jeden Fall Mauerweg. Hier kann natürlich sein, dass es ein Stadtaus- oder Eingang ist. Möglicherweise. Ja, da ist ein Tor. Da, wo Tore sind, da lassen wir es natürlich so. Oh, ich hau nochmal 2 Dynamitstangen raus. Hauptsache, wir kriegen das halbwegs fertig heute. Dann können wir nämlich bald die Dings oben anzeichnen. Die Hängebrücken. Ich will einmal ums Dorf rumlaufen können. Da habe ich auch tierisch Bock drauf. Bevor wir dann da unten anstückeln und so, ne? Auch Sticks kannst du eigentlich aber immer mitnehmen, wenn wir hier schon rumstehen. So. Da ist hier wieder welche. Ich zeige euch auch gleich, was wir jetzt noch an Hölzern brauchen. Wir haben nämlich jetzt wieder einiges verarbeitet bereits. Hier steht ein Wagen. Da könnten wir tatsächlich mehr Sidile schnappen. Ich müsste allerdings den Wagen dann. So, komm mal, aber die hinteren Türme lasse ich jetzt mal weg, sonst wären wir nicht fertig, ne?
Sticks sind gut. Stick me back. Didim dim dim, stick me back. Wir haben mehr Baustellen, didili dim dim, als wir Material finden. Das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Stream, Leute. Es wird ein absolutes Highlight wieder. Vor allem die mit dem Kleider auf den Flug freue ich mich, ne? Wenn wir dann ein bisschen höher starten können. So, sag mal, war es das schon mit Hölzern? Das kann ja fast nicht sein. Da ist alles voll. Da ist alles voll. Ich wollte gerade sagen, da stimmt ja irgendwas nicht, ne? 16. Den können wir auch fertig zimmern hier. So, machen wir hier so, so und so. Perfekt. Und weiter geht's. 19. Dann sind wir jetzt bei 21. 21. So, ich gucke nochmal hier rum, ob noch irgendwo was rumliegt. Nö. Scheiße, das ist jetzt halt sehr unbefriedigend, dass nicht ein Turm fertig geworden ist. Also pass mal auf. Der Turm hier, der braucht noch 5. Eine große Fichte wie diese, dann haben wir den. Hören wir schon wieder irgendwelche Feinde nämlich? Kurzer Moment, irgendwie zieht gerade das Spiel nach. Der Nameless ist schon fertig mit Aktionen, da kommt Spieler hinterher hier gerade. Was ist denn das? So, hauen durch. Jawohl. Stick aufheben. So. 1, 2. Und das war der 21er hier, ne? Ja, den können wir nehmen. Bam, bam. Und da vorne ist der dritte, beziehungsweise fünfte. Wieder ein Türmchen fertig, Leute. Was fehlt denn hier? Oh, der hat erst 7. Ein 7er. 7er ist nicht so gut. Jojo, jetzt mach dich nicht verrückt. Mach dir nicht ins Hemd, Alter. Nur weil ich einen Turm baue. Siehst du? Dein Kollege, der will mit. So, dann haben wir den ersten Wagen schon voll, meine Lieben. Könnten wir ja auch so machen, dass wir eine halbe Folge bauen und eine halbe Folge Sedile drüben anbringen, ne? Da war noch Hölzer, bin gerade drüber geflogen. Okay, die Mauer ist auch schon fertig. Sehr gut. Wo ist der schöne Wagen? Wo ist denn der Wagen hin, Leute? Da. Ich renne hier ums Karree. Wo bist du? Hier, aber das ist ein anderer. So. Die gewöhnen sich das noch ab, dass sie auf uns zulaufen, so halbstark. Das bringt ja nichts. Das ist wie wenn du früher im Kampf deine Jacke ausgezogen hast, so halb nur, ne? So nach hinten rumgeschwungen, so ein bisschen die Pose zu machen und dann hast du eine gefangen, weil die Jacke dich behindert hat an allem. So, irgendwo war noch ein Wegele, Leute. Ich hab's schon wieder vergessen, das war da hinten, gell? War das nach dem See? Da liegen auch noch 2 Stämme, die hole ich gleich. Irgendwo hier war der Wagen. Nee, so weit war der nicht drin. Doch, hier ist er. So, mein Freund. Also, wir sammeln noch 2 Stück und dann fahren wir einen Wagen mal rüber, Leute. Ich bringe den ein bisschen zentraler hier. Und wenn es dunkel wird, müssen wir natürlich testen, ne? Wenn es dunkel wird, wollen wir unseren Weihnachtsbaum sehen. So, wo sind jetzt die 2 Hölzer, die ich gerade noch da gehabt habe? Da waren noch 2 Stämme irgendwo. Doch nicht? Gut, dann fällen wir halt nochmal welche. Hier, den Turm möchte ich auch noch fertig machen. Wie viel fehlten die hier noch, Alterle? Das war der 7er. Der da vorne war noch gar nicht fertig. Was war mit ihm? Der war fertig hier, ne? Muss man natürlich auch wieder Seile anbringen und so. So, meine Lieben. Ich will einen Turm will ich noch haben. 16er. Ich glaube, den da. Ich glaube, den geben wir uns. 7 und 4, das sind 11. Das heißt, 2 Fünfer und noch einen kleinen Baum. Nameless. Das gibt Stärke. Es wird gleich dunkel, dann können wir uns auch jeden Moment das Ding anschauen, Leute. Unseren O-Tannenbaum. Beziehungsweise unseren O-Kopfbaum. Da ist eine Matschding, die hole ich mal. Besser wie verblutet sein, oder? Ist er noch verblutet? Nee. So, einmal Matschtannung. Ja, Leute, dann kriegen wir heute ein bisschen was geschafft. Und wenn wir ab und zu solche Folgen machen, gemischt Kirche aufbauen und gemischt hier praktisch am Dorf, dann wird es auch was. Wir dürfen es nur nicht vernachlässigen. Aber das machen wir ja nicht. Ne? Guck mal hier. Flup, flup. Und wieder rumgerannt. So, jetzt fehlen die hier tatsächlich nur noch 4 Stück. Da hol dir mal eine kleine hier. So.
Schöne Geschichte. Nächstes Mal fangen wir drüben an, an der Bahn, würde ich sagen, mit der nächsten Folge. Weil wenn wir dann in die Stadt kommen, könnte eventuell ein Amsi hier rumlaufen. Vom Spawnverhalten, glaube ich, ist das so, oder? Wenn ich an der Stadt anfange, habe ich seltenst Mutanten gesehen, die da live spawnen oder so. So, Penga. Und wie sagen wir immer? Karengale. Hey, da fehlt noch einer. Ach, da liegt er. Sehr schön, sehr schön. Okay, Leute. Wieder ein Türmchen fertig. Da steht ein Totem von denen. Und wieder ein Stückle Matsch erwischt. Also, neben das heute ist der Hammer. Heute bist du drauf, Alterle. Auch nur 6 Stück dran. Ja, wir haben halt noch einen Haufen so halb angezeichnete, so halbherzige Geschichten. Guck mal, hier sind nur 4 Hölzer dran. Ich glaube, wir zünden unseren Weihnachtsbaum mal an, Leute. Wie viel sind hier? Oh, der sieht aber aus, als wäre er fast fertig. Auch wieder ein 16er. Ey, wie gleichmäßig. Den machen wir noch fertig und dann gibt's Baum. Wie gleichmäßig immer 16 Stück dran waren, ne? So, den. Der fliegt auch genau drauf. Das ist gut. Gleich verbauen, Alter. Flupp. Und weiter den nächsten geholt. Da vorne kommen wieder welche. Wir haben noch 2 Plätze frei in unserem Wägelchen. Den machst du auch noch gleich, dann reicht's auch. Wir schreddern den ganzen Wald weg hier. Meine Lieben, Hammergeschichtlen hier am Laufen. Oh, wir haben noch Zeit, ich sehe es gerade. Schön, sehr schön. Ist ein bisschen auf Abwege geraten hier, aber es macht nichts. Du hast Hunger, ne? Du kriegst gleich was, Alter. Der hat's jetzt gerochen, dass wir hier am Bergeln sind. Einer noch. Flupp. Flapp. Jetzt mache ich das Bäumle an, dann haben die auch ein bisschen was davon. Und dann esse ich was. So. Brenne. Brenne. Oh. Wer, ganz ehrlich, Leute, wer hat auch mit ein bisschen mehr Effekt gerechnet? Guck mal, wie billig. Greifen die uns jetzt nicht an, weil das Ding brennt? Das wäre ja witzig. Guck mal, die halten sich hier voll fern gerade, ne? Ja, Leute, die greifen überhaupt nicht an. Dass es die Mutanten abhält, habe ich ja schon gehört, aber dass sie tatsächlich, wenn sie vor Ort sind, dann nicht herkommen, ist schon krass. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen eben ein bisschen was essen. Und so. Ey Leute, komm, den brauchen wir nicht wirklich genießen, bis er abgebrannt ist. Ich dachte, wir stehen hier vielleicht dann. Nee, ich habe den Köpfel nicht getroffen. Ah, jetzt wird er doch böse. Bist aber mutig, dass du so nah rankommst. Huch, bin ich erschrocken. Einen, ich will ja nur einen für unser Ding, für unseren Wagen. Den kriege ich nicht. Doch jetzt. Den Wagen habe ich doch hier irgendwo hingeschoben, Leute, oder? Oh, ich höre einen Mutant. Oh, das wird blöd im Dunkeln. Ich sehe halt fast nichts. 2. Passt aber noch einer rein, ne? Ich höre einen Amsi. Das Problem ist nur. Den nehme ich auch noch mit. Kurzer Moment. Irgendwo ist er. Hier liegt Orlan-Zeug rum. Den haben wir auch. Ich habe leider nicht so viele Wegen, wie ich jetzt bräuchte. Ja, das Problem ist jetzt, mit dem Amsi-Holz zu holen im Dunkeln ist natürlich doof. Ich mache es uns hell, Leute, und würde dann eher drüben Sedile basteln gehen noch die restliche Runde. Nächstes Mal machen wir es umgekehrt und dann sollten wir eigentlich hinkommen, dass wir wieder eine Amsi-Runde mal reinkriegen, ne? Schöne Geschichte. So. Nämlich, ich sehe nicht, wo die sind, ne? So, meine Lieben.
ein kleines Schläfchen. So nicht. So. Bringen wir die rüber. Ich würde sagen, zumindest mal einen Wagen, dann bauen wir ein paar auf und dann passt das schon. Es sei denn, der Amsi ist jetzt im Hellen noch da. Das würde ich natürlich begrüßen. Dann haben wir nämlich echt die Chance, ein bisschen Holz zu holen. So, ist das fertig, das Zeug? Jo, ist es. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Wir haben halt jetzt jedes Mal ein bisschen was fürs Äugle, ne? Jedes Mal, wenn wir hier drüben was gemacht haben, wird jetzt mehr fertig, Leute. Guck mal hier, die Türme, wenn die da miteinander verbunden sind, das wird schon ein Riesengeschoss. Oh, ich glaube, das wird richtig gut. Komm, wir gucken mal, ob ein Amsi da ist. Ich habe so Bock, das fertig zu bauen. Das kostet halt einen Haufen Matz, ne? Wir haben jetzt noch einen Bedarf von 580 Steinen. Von zwei Sticks brauchen wir noch, also 22 Gesamt und 514 Baumstämme. Aber ich darf daran erinnern, wir haben drüben was angezeichnet mit Baumstämmen, ne? Na gut, im Prinzip brauchst du jetzt hier nur dauerlaufmäßig rumlaufen. Das wäre eine ideale Geschichte. Ein Armsee für Bäume fällen und dann hier am Rand entlang laufen, immer Steine aufheben und anbringen gleich. So, Leute. Hier wieder zwei. Lass mal nichts verkommen, wenn es irgendwie möglich ist. Ne, der ist weg, ne? Sind wir uns einig? Kein Amsi hier. Hier ist wieder ein Stamm. Den bringe ich jetzt da drüben an. So. Den haben wir halt wegschlafen. Ist halt leider so. So, meine Lieben. Wir gehen rüber. Lasst uns ein bisschen die Kirche füllen. Gerade zur Weihnachtszeit sollte da doch schon ein bisschen was los sein, oder? Keiner da? Keiner, gar keiner. So, hier noch ein bisschen was. Meine Lieben, zwei, drei solche Runden und die Türme stehen. Drei Stück, ne? Und dann gucken wir mal eben, was wir im Dörfchen für euch für ein Plätzchen haben. Das Ding ist, das ist lächerlich, wie das gebrannt hat hier, ne? In der Mitte. So ein kleines Feuerle. Da ist ja das Haarspray geiler. Egal, wir haben einen Haufen Spaß gehabt, das zu entzünden. Der passt ja nicht mehr rein, ne? Nee, der passt leider nicht mehr rein. Gut. Zischen wir. Lum, lum. Jetzt muss ich mit der Orientierung ein bisschen aufpassen. Hier drüben an der Höhle. Links, ne? Hier durch. Ja, da haben wir dann später sogar ein Tor eingezeichnet. Perfekt. So. La 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 la. La 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 la. Gehen wir kurz im Harzplätzle vorbei. Ich sammle alles mal ein jetzt. Mal gucken, wie viel Harz man insgesamt tragen kann. Das nervt mich auch so ein bisschen. Da bin ich schon mal hängen geblieben, glaube ich, die Tage. So. Kurzer Moment, wir haben es gleich. Der Alte hier. Flap. Du hockst schon wieder auf der Bank, Alter, ne? Ich hab's mal gerade gedacht. Sind jetzt alle leer, die beiden? Alle die beiden. Ne, hier der nicht. So, Leute. Kein Mutant. Geht's zur Kirche, würde ich sagen. Wir haben das komplette Gebiet hier halt für uns beansprucht, ne? Ah, da hätte ich ja gar keine mitbringen müssen, wenn sie hier frei rumlaufen. Komm mit runter. Jawohl. Ihr wisst ja noch gar nicht. Aber da müssen wir ja auch weiterbauen hier. Unser Umschlagplatz. So, mein Freund. Schwupp. Weißt, du willst nicht umsonst gerannt sein. Jetzt wäre er fast reingehüpft. Jetzt rennt er weg. Und er ist sauschnell. Guck mal, wie der abgeht. Bis fast außer Sichtweite. Da ist er wieder. Da oben kommt die nächste Patrouille. Ich bring den schon mal rein, Leute.
Ah, Sticks, richtig. Taufbecken ist auch fertig. Haben die jetzt was an? Sah kurz so aus, als ob die Händler an hätten. Ja, der mit dem Knüppel ist da. Scheiße. Die sind synchron gekommen, die zwei Säcke. Wow, wie es wieder abgeht. Oh, Mädchen. Warum? Das sind jetzt die Schwächlichen hier, ne? Aber ein Häuptling haben sie trotzdem. Der kommt mit unserem Zaun noch nicht so klar. Wow. Du Stück, Alterle. Der hat uns Rüstung gekostet, Leute. Jetzt haben wir fast wieder keine Zeit mehr, um diese Dielen weiter aufzubauen. Ich bringe ihn mal rein. Die Wagen kann ich ja drin lassen. Die sollten nächstes Mal noch da sein. Da war doch noch irgendwo einer hier. So. Kurz wieder rein. Bam. Ich guck noch mal eben raus. Da war nämlich schon wieder irgendwo was am Huschen da oben. Nee, die reichen jetzt. Jetzt pass auf, aber ich wollte sie eigentlich nicht in der Kirche stückeln. Hier können wir ja weitermachen. Da geht's schon ab. Nee, komm, das können wir nicht machen, Leute. Im Kirchen, da darf jetzt nichts blutig werden. Das muss alles hier draußen passieren. Das sind wir eigen. Das verbietet uns unser spezieller Glaube hier. Erstmal der Kopf. Dann machen wir die Ärmchen. Ja, nämlich, ja. Ja, doch. Wo schlägst denn du hin? Also heute bist du mit dem Zielwasser nicht gerade gesegnet, Digga. So. Denke dran, den Rumpf brauchst du auch. So, Leute. Numero uno. Machen wir natürlich jetzt wieder so schön, wie es möglich ist. Flupp. Dann haben wir ein Köpfchen. Der kann ja so ein bisschen zum Pfarrer so rüberschenkeln. So. Ich bin mal gespannt, wenn die Gemeinde wirklich voll hockt. Das will ich ja sehen. Ne? Da bin ich jetzt die ganze Zeit drauf aus. Oh, den hast du unschön angezeichnet. Du könntest höchstens jetzt so tun, als hätte er die Beine überschlagen. Guck mal, ob das geht. Ja, überschlagen. Überschlagen ist so Geschichtle hier. Nee, den musste ich so machen, Leute. Ich habe den irgendwie versemmelt. Oh. Oh. Doch, geht. Nee. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Der ist jetzt natürlich nicht wirklich hübsch geworden hier. Und er spielt wieder mit der Vögel. So, dann würde ich aber jetzt gucken, dass wir hier auf jeden Fall zwei hinbekommen. Das wäre mal ganz wichtig, dass halt ein bisschen die Fülle nachher auch rüberkommt. Zeit haben wir noch ein bisschen, Mama, auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hier. Stopp. Zurück. Übrigens, weil auch gefragt wurde, falls jemand die Dinger hier noch nicht hat, sobald die geistige Gesundheit einmal unter 10% ist, so habe ich es gelesen, kriegt man die Effigy-Bausteine hier, ne? Bausteine. So, machen wir das hier hin. Da holen wir uns gleich noch ein bisschen Stein draußen. Einer. Zwei. La 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 la. Es ist so wunderschön. Okay, die müssen wir auch noch aufheben. Flup, flup. Das müsste jetzt auch schon reichen. Im Moment ist wieder ruhig. So. Weißt du, jetzt haben wir hier wieder Platz für zwei. Das ist mal gar nicht schlecht. Warte, wir machen mal erst sie draußen. Die liegt eh schon draußen rum. So. Das Vögel erwischt. Ja, das gibt jetzt halt ein bisschen Routinearbeit, die nächsten zwei, drei Folgen, Leute. Bis wir alles haben, bis wir soweit die Kirche fertig haben. Und dann geht es weiter drüben im Schneegebiet. Und ich freue mich tatsächlich heute schon so ein bisschen auf die Bosskampfgeschichte, ne? Ich würde auch Abstand halten, wenn ich die wäre. Ich würde hier nicht mehr herlaufen, wenn da so ein Verrückter wohnen wird. Echt nicht. So, aber die musste ein bisschen anschrägen. Ein bisschen hoch wegen der Beine. Perfekt. Und die können wir ja sich angucken lassen. Gleich die zwei. Was ist so? Was machen wir in der Kirche? Bist du sicher? Ihr wisst, was ich meine. Machen wir so, dass man die Ärmel dann aussieht. Ganz schön wird's nie. Nee.
Ja, genau, da kann dann der Fuß dagegen legen, gar keine Frage. Soll er sich ja auch wohlfühlen. Okay, da wächst ein bisschen aus dem Hals raus, aber so ist es halt. So. Perfekt. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier noch einen Rumpf hinkriegen. Den bauen wir noch, Leute. Und dann machen wir aus für heute. Wir wollen ja für morgen noch was übrig lassen. Morgen machen wir, glaube ich, an der Bahn ein Stück weiter. Umschlagplatz, Bahn. Dass wir da von da aus tatsächlich in die Base kommen. Vielleicht rüberkommen an die kleine, ans kleine Dorf, wo ich die Fische hole. Können wir auch eine Seilbahn und eine Transportbahn wegfahren lassen von dem Umschlagplatz, ne? Nebis, wie sieht's denn eigentlich mit deiner Moral aus hier? Welche Moral? Welche Moral meinst du, Alterle? Guck mal, die lassen uns jetzt in Ruhe, ne? Hier ist echt friedlich, Leute. Ist halt auch Kircheplätzle. Ist klar, dass hier friedlich ist. Die Vögel finde ich am gattigsten. So, pass auf, leicht zugeneigt. Jawohl. Den Kopf ebenfalls zum Partner geneigt. Hey, Alter, der will schon wirklich in der Kirche jetzt die ganze Zeit hocken. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Herr, was der sich so vorgestellt hat. Cool ist ja, dass es langsam voll wird hier drin, Leute. Das ist meine kranke Scheiße hier. So. Und guck mal, der Nebel kriegt langsam Routine im Bau. So, Leute. Mr. Pfarrer, die habe ich natürlich auch noch ein paar Gliedmaßen versprochen. Dem wollte ich ein paar Beine mehr machen. Statussymbole, haben wir gesagt. Komm, bleib mal noch kurz dran, Leute. Den machen wir jetzt noch eben fertig. Die drei heben wir uns fürs nächste Mal auf. In der Hoffnung, dass wenn wir hier einsteigen in die Folge, ein paar Minuten, dass drüben dann mehr los ist. Ne? Soll man dem Pfarrer, soll man dem Priester ein bisschen. Ja, der hat ja mehr Köpfchen wie ein Durchschnittsbürger. Der kriegt auch einen zweiten Kopf, glaube ich, wenn das klappt. Der wird ein bisschen grotesker, Leute. Aber keinen zweiten Rumpf, oder? Ne, den Rumpf bringe ich kurz rüber. Den bringe ich kurz darüber, weil da haben wir nämlich mit Sicherheit noch irgendwo Plätzle für einen Rumpf. Für ein Rümpfchen ist immer Platz. Sada, 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 Deal. Peng, genau, perfekt. Kein Mutant. Kein Sediler. Doch, da drüben läuft ein Mutant, oder? Ne, ist nur ein Stein. Hier sind wieder welche. Zwei, drei. Gut, die kriegst du so nicht einfach, ne? Wow! Jetzt ist die Frage natürlich, wo der Typ ist mit den zwei Pfeilen drin. Den hätte ich schon gerne mal wieder. Warst du das? Ja, das war der. Oder der hier, der hat auch Pfeile schon drin. Leute, für Nachschub ist doch gesorgt, oder? Ich kann die jetzt bloß nicht einsammeln. Die werden mir jetzt halt wieder verschwinden. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich wollte den Pfarrer ein bisschen ausbauen. Ne? Ein zweiter Kopf wäre cool, weil er einfach ein Überpriester auch ist. Oh ja, guck mal, die kannst du ineinander. Der kann praktisch also auch rausgucken, während er drinnen praktisch die Meute im Blick hält. Aber mir hat es besser gefallen, gerade wie das hier so halb rausglinst hat. So. Oh, ist das kaputt? Kann ich hier drauf hopfen jetzt durch den Ständer? Ich denke schon. Warte mal. Nee, komm mal nicht hoch. Ja, aber es sieht halt schon kaputt aus. So, und dann ist er natürlich auch schneller. Das ist so ein kleiner Arm. Also ich denke mal so ein Nachkömmling von den Amsis, von den Virginias mit mehr Füßen so. Hier noch ein Haxen hin und einer hier. Und er kriegt natürlich auch ganz viele Arme. Ist halt unser Priest. Ja, dann erkennt man auch tatsächlich hier, Achtung, was Besonderes. So, Leute. Die Kirche wird langsam voll. Was mir so ein bisschen fehlt, wäre Farbe, aber das sorge ich auch noch dafür. Das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Langsam wird's, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Kommt natürlich auch eine Folge. Dann werden wir hier ein bisschen weiter basteln. Wir haben tatsächlich noch drei Kirchenmitglieder hier drin, die wir dann verarbeiten können. Werden hier vielleicht ein bisschen anzeichnen und dann gehen wir mal rüber schauen, ob ein Amsi drüben ist, dass wir ein bisschen Holz gefällt kriegen mit dem, ne? Ansonsten wünsche ich euch noch eine zauberhafte Weihnachtszeit, restliche Weihnachtszeit für diejenigen, die frei haben und ausruhen können. Genießt, tankt auf, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. 19 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dann.